Und zugeschaltet ist mir jetzt Professor Friedemann Weber, ist Virologe vom Institut für Virologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, Frau Mosen. Herr Weber, Donald Trump hat am 2. Oktober bekannt gegeben, dass er positiv auf Corona getestet wurde. Jetzt große Wahlkampfveranstaltungen. Er sagt, er kann alle küssen, ist überhaupt kein Problem. Ist es tatsächlich keins? Muss man jetzt tatsächlich, kann man zu 100% davon ausgehen, dass er nicht mehr ansteckend ist? Also 100% gibt es da natürlich nicht. Und es ist ja auch so, dass er seine PCR-Ergebnisse nicht veröffentlicht hat. Also erinnert mich ein bisschen an die Steuerdaten, die er ja auch nicht veröffentlichen wollte. Und es hieß ja nur, dass ein gewisser Schwellenwert nicht überschritten worden wäre. Dieser Schwellenwert war aber nicht definiert. Und an sich ist es bei der PCR, wenn sie nach den Regeln der Kunst durchgeführt wird, gibt es positiv oder negativ. Und natürlich gibt es einen Schwellenwert, ab der die Ergebnisse bedeutungslos sind. Aber der Formulierung nach ist ja genau das nicht so eingeschätzt worden, sondern er hat einen selbstdefinierten Schwellenwert, der nichts mit den normalen Regeln der Kunst zu tun hat, offenbar nicht überschritten. Es kann durchaus sein, dass er nicht mehr positiv ist, denn die 10, 14 Tage, die nach der Infektion jetzt mindestens verstrichen sind, da ist ganz klar im normalen Krankheitsverlauf das Virus auch wieder im Abgehen. Nichtsdestotrotz kann er natürlich noch infektiös sein. Die Teste, die ihn als angeblich negativ bezeichnen, das sind ja Antigen-Teste, die weniger sensitiv sind als die RT-PCR. Nicht umsonst macht man die RT-PCR. Das heißt, da wäre wohl Vorsicht doch eher noch angebracht. Wenn wir uns mal diesen Verlauf der Erkrankung anschauen, da staunt man doch so ein bisschen. Am Anfang hieß es, Donald Trump muss ins Krankenhaus oder begibt sich zumindest freiwillig dorthin, musste Sauerstoff bekommen. Aber dann hat er sich ja ganz schnell wieder sehr, sehr fit gezeigt aufgrund seiner tollen Behandlung, von der er da gesprochen hat. Verwundert Sie das so ein bisschen, wie schnell das Ganze dann doch gegangen ist? Ja, das hat mich schon sehr verwundert. Denn zum einen, er ist ja in die Klinik gekommen, das bedeutet ja schon, dass er symptomatisch ist und nicht nur einfach eine leichte Erkältung oder sowas davon getragen hat. Er wurde natürlich mit allem behandelt, was so die moderne Medizin hergibt. Hat ja auch damit dann angegeben, dass er schon Antikörper hätte, aber er wurde ja mit Antikörpern behandelt, also kein Wunder, dass er Antikörper hat. Und man hat ja auch gesehen bei manchen Auftritten, dass er eine etwas ungewöhnliche Körperhaltung hat und auf seltsame Art nach Luft schnappt, was eigentlich auch darauf hinweist, dass er da noch gewisse Atemnöte hatte, was ganz typisch ist für Covid-19. Nichtsdestotrotz, er ist fit genug, um lange Reden zu halten und herumzuspazieren. Also er scheint schon auf dem Weg der Besserung zu sein. Und da kann man auch davon ausgehen, dass das so bleibt, oder? Ich meine, er hat ja jetzt schließlich mit 74 Jahren auch schon ein fortgeschrittenes Alter. Muss man da tatsächlich noch vorsichtig sein? Könnte es noch sein, dass da auch gerade mit Spätfolgen doch noch was auf ihn zukommt? Also selbstverständlich. Also das ist ja typisch für Covid, dass es eben dieses sogenannte Long-Covid geben kann. Das heißt, man ist noch eine ganze Weile krank. Wie lange, weiß man ja noch gar nicht. Es kann auch Rückschläge geben, wenn man sich zu schnell, und das ist eigentlich bei jeder Infektionskrankheit so, wenn man sich zu schnell wieder zu viel zumutet, dann kann es einen Rückschlag geben. Also das ist noch mit allem zu rechnen. Das heißt, auch da ist Vorsicht angebracht.